Für gehbehinderte Menschen sind E-Scooter ein Segen. Die Elektromobile mit vier Rädern ermöglichen es ihnen, ohne fremde Hilfe unterwegs zu sein. Um größere Entfernungen zu bewältigen, können E-Scooterfahrer auch den Jenaer Nahverkehr nutzen. In Bussen werden aber nur Scooter mitgenommen, die einen blauen Aufkleber haben, der die Mitnahme erlaubt. Außerdem muss der Bus dafür ausgerüstet sein. Solche Busse sind von außen am Piktogramm E-Scooter zu erkennen. Immer nur ein E-Scooter kann pro Bus mitgenommen werden. Zunächst muss der E-Scooter-Fahrer per Taste dem Busfahrer signalisieren, dass er mitfahren möchte. Der Fahrer sieht das Signal und senkt den Bus ab. Dann klappt er die Rampe aus. Der E-Scooter muss rückwärts in den Bus fahren, um die vorgeschriebene Position während der Fahrt einnehmen zu können. Der E-Scooter ist in den Parkmodus zu schalten. Der Fahrer bleibt sitzen. Aus Sicherheitsgründen ist es wichtig, dass der E-Scooter auf der markierten Fläche und unmittelbar an der Anlehnfläche steht, damit er während der Fahrt nicht verrutschen kann. Aus diesem Grund sind auch Anbauten nicht erlaubt. Aus dem Bus fährt der E-Scooter-Fahrer dann vorwärts heraus. Auf jeden Fall ist die Mitnahme von E-Scootern in Bussen ein Gewinn für mobilitätseingeschränkte Menschen. Seit dem letzten Jahr ist es möglich, E-Scooter in Linienbussen wieder mitzunehmen. Die Voraussetzung dafür ist, dass der E-Scooter geeignet ist und vom Hersteller entsprechend gekennzeichnet wird. Und der Bus muss dafür geeignet sein. Weil noch nicht alle Busse dafür vorgesehen sind von uns, empfehlen wir vorher eine Anmeldung bis 19 Uhr des Vortages vorzunehmen. Das passiert über das VMT-Servicetelefon. Damit haben wir in den letzten Monaten sehr gute Erfahrungen gesammelt. Etwas anders sieht es bei der Mitnahme von E-Scootern in der Straßenbahn aus. An Bord gehen können die E-Scooter nur am ersten Einstieg der Bahn. Das ist durch große Piktogramme an der Tür gekennzeichnet. Der Straßenbahnfahrer muss eine mobile Rampe ausklappen und sicher einrasten lassen. Der E-Scooter fährt vorwärts in die Bahn und soll dem Fahrer bereits seinen Ausstiegswunsch signalisieren. Danach parkt und sichert er sein Fahrzeug. Der Fahrer muss absteigen und sich auf den extra markierten Sitz setzen. Mitfahren können nur Personen, die das Mobilitätstraining erfolgreich absolviert haben und deren Scooter den grünen Aufkleber Mitnahme erlaubt trägt. Wenn der E-Scooter-Fahrer aussteigen will, signalisiert er das dem Straßenbahnfahrer. Die sogenannten Sonderhaltewunschtaster sorgen für längere Öffnungszeiten der Türen. So haben mobilitätseingeschränkte Fahrgäste genug Zeit zum Ein- und Aussteigen. Wir bieten bereits seit mehreren Jahren ein Mobilitätstraining an für die Mitnahme von E-Scootern in unseren Straßenbahnen. Bei diesem Mobilitätstraining werden die Voraussetzungen geprüft und dann eine Plakette erteilt, die die Mitnahme ermöglicht. Für die Mitnahme in unseren Bussen ist dieses Mobilitätstraining freiwillig. Es ist uns wichtig, dass die Nutzer üben können, in den Bus einzusteigen, wieder auszusteigen, damit das an der Haltestelle dann verzögerungsfrei passieren kann. Und deshalb empfehlen wir sehr stark, dieses Mobilitätstraining auch für die Mitnahme in Bussen in Anspruch zu nehmen. Fahrgäste mit Kleinkindern im Kinderwagen oder Personen in Rollstühlen haben Vorrang vor der Mitnahme von Personen mit E-Scootern. Das A und O ist in jedem Fall die Sicherheit der Fahrgäste. Ist das gegeben, steht dem Unterwegssein mit Bus und Straßenbahn nichts im Wege.